Hallo alle zusammen zur nächsten Folge von All the Mods 3. Letztes Mal haben wir weitergemacht mit dem Autocrafting von der Garden Cloche. Heute kümmern wir uns um das Problem, dass wir unten bei unserem Autocrafting zu wenig Channels haben. Dafür brauchen wir zum einen diese Memory Card, die aus einem Calculation Processor, ein bisschen Gold, Redstone und Eisen gemacht wird, und einem Peer-to-Peer-Tunnel. Das sind die hier, um genau zu sein, alle davon. Wir brauchen aber nur den einen hier ME. Diese Peer-to-Peer-Tunnel haben die Aufgabe, verschiedene Sachen, in dem Fall hier zum Beispiel Flüssigkeiten, EU, also Strom, Items, Licht, ME oder Redstone-Signale, durchs ME-System hindurchzubringen. Deswegen brauchen wir den Peer-to-Peer-Tunnel ME. Ich habe die beiden schon mal applied ins ME-System, also im Autocrafting, hinterlegt. Wir brauchen eine Memory Card und zwei Peer-to-Peer-Tunnels. Perfekt. Gucken wir dem zu. Das canceln wir mal. Das canceln wir auch mal. Okay, no crafting job. Hier sind die Tunnel, hier ist die Memory Card. Was wir jetzt brauchen, sind wieder Cable, aber nicht die dicken, sondern die Smart Cable. Ich glaube, davon haben wir noch keine angelegt. Wir brauchen nicht die Dense, sondern die ganz normalen. Genau, die werden einfach so gecraftet mit dem Covered Cable. Machen wir gerade mal 10 Stück. Sollte eigentlich schnell gehen. Perfekt. 8 Stück davon. Die färben wir ein. Und zwar, was nehmen wir denn für eine Farbe? Warum nicht blau? Farbe spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Point-to-Point-Networking. Moment, dafür müssen wir den Weg nehmen. Was wir jetzt machen müssen, ist irgendwo, wo man es am besten nicht so gut sieht. Der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang. Das ist perfekt. Wir setzen den ersten Tunnel hier hinten hin. Den verbinden wir mit einem Smart Cable, der hier angeschlossen wird. Jetzt bekommt der hier ein Signal. Also der bekommt jetzt eigentlich gleich einen Channel. Hoffe ich. Wir können aber schon mal mit einem Rechtsklick drauf. Mit einem Shift-Rechtsklick. Genau. Copy Device Configuration to Memory Card. Hier ist jetzt dieser Peer-to-Peer-Tunnel drin gespeichert. Mittlerweile ist er auch online. Das heißt, wir können. Ah, jetzt habe ich schon wieder zugemacht. Egal. Dann nehmen wir den anderen Weg raus. So. Den anderen Peer-to-Peer-Tunnel gehen wir jetzt Autocrafting. Ich habe das hier wieder abgebaut. Warum, kann ich euch auch gleich zeigen. So, bis hierhin sind es nur 12 Stück belegt, hier sind es 14. Es kommt von rechts. Dann setzen wir den hier so dran. Jetzt bin ich aber tatsächlich doof gewesen, habe das falsche Kabel benutzt. Das hier ist ein Purple. Wir brauchen auch Purple. Das reicht jetzt natürlich nicht. Danke. Nee, Cable, dann machen wir das anders. Wir brauchen noch 4 Stück. Also noch 2 davon. Davon und Purple. Perfekt.
Hier geht ja auch noch eins weg. Dann machen wir es noch ein bisschen anders. Hier ist es auch total verknotet. Wo sind wir hier eigentlich? Ach, okay, das ist auch alles hier dran angeschlossen. Und meine Reichweite ist ziemlich hoch. Ich sitze zwar falsch rum, aber es ist wenigstens schon mal wieder an Ort und Stelle. So. Muss ich gerade überlegen, wie wir das am blödesten machen. Das sind 20 Sachen. Nee. Hier sind 12 angeschlossen. Bis hierhin sind schon 17. Dann kommst du nochmal weg. Dann. Machen wir hier eine Unterbrechung. Nur kurz. Hier. Dann fügen wir hier das Teil an und hier dazwischen das Teil. Jetzt müsste hier gleich viel weniger Signale drüber laufen. Und hier könnten wir jetzt schon mal Loaded Device Configuration from Memory Card. Genau. Jetzt haben wir, hier steht es auch, Linked Output Side. Das ist jetzt verbunden mit dem Signal oben und sollte hier eigentlich gleich, seht ihr, jetzt ist hier schon mal ein Channel drauf. Und hier sollten eigentlich jetzt auch die Channels langsam ein Signal bekommen. Jawohl. Jetzt sind hier 17 Channels belegt. Und auf dem anderen nicht mehr. Wenn wir jetzt hochgehen. Okay, die Idee mit dem Wartungsaufzug war irgendwie blöd. Sehen wir, an unserem Purple haben wir nur noch 16 Kanäle belegt. Weil die anderen 17, also wir haben jetzt einen für den Peer-to-Peer-Tunnel gebraucht. Die anderen 17 sind jetzt durch den Tunnel gespeist. Und so können wir auch über ein einziges Kabel weit mehr als 32, also theoretisch könnten wir 32 mal 32 Kanäle drüber führen. Und um das Ganze jetzt besser zu überblicken, ich hoffe, das Tool gibt es hier, Network Visualization, bist du das? Jawohl. Davon habe ich natürlich nichts. Add Applied. Was brauche ich dafür? Zwei davon. Zwei Prozessoren. Die aus Diamant habe ich. Und drei Pure Fluence Crystals. Sehr schön. Hier und hier. Die werden gerade gecraftet. Die sind auch fertig. Perfekt. Jetzt haben wir hier ein Network-Tool. Und jetzt können wir hier alle ME-Kabel sehen, wo sie hingehen und wie viele Kanäle belegt sind. Seht ihr, hier unten geht eins lang. Hier sind 5 belegt. Hier drüben ist eins. Und in lila sehen wir auch die Peer-to-Peer-Tunnel. Hier sind 17 Kanäle, gehen jetzt über diesen Peer-to-Peer-Tunnel. Hier sehen wir unseren Kern. Hier hinten unsere Server, wo die Kabel verlegt sind, können wir jetzt ganz einfach finden. Und wir sehen auch direkt, wie viele Kanäle belegt sind. Zum Beispiel hier über dieses Kabel verlaufen gerade mal 12, also können wir hier drüben ruhig noch 20 Kanäle anschließen. Hier sind es 5. Hier laufen 32 durch, das müsste eigentlich für unseren. Genau, das geht bis ganz nach unten für uns in unser Lager. Und auch hier sehen wir dann natürlich
Bis hier sind es 30, hier werden 2 angeschlossen, hier gehen nochmal 30 rüber. Ja. Und so funktioniert der Peer-to-Peer-Tunnel. Indem wir jetzt einfach hier eine drahtlose, eigentlich keine drahtlose, wir packen 32 Kanäle in einen einzigen Kanal und hinten holen wir den wieder raus. Wir komprimieren diesen Kanal quasi, diese 32. Und so können wir halt viel einfacher Daten übertragen. Sieht schon interessant aus. Gut, behalten wir auch mal im Rucksack. Wunderbar. Dann können wir jetzt weitermachen mit unserem Autocrafting. Erstmal, er kommt nicht rein durch unsere Fackeln. Aber wir lösen ihn. Oh, so, jetzt erlösen wir ihn. Du auch. Wir haben hier das Ganze etwas umgebaut. Och Mann. Und zwar haben wir hier unten einfach eine Kiste, eine Ender Chest rangehängt, sodass er hier, sobald er einen Fertilizer hat, das ins ME-System abgibt. So haben wir auch das Problem gelöst. Und unser anderer Fertilizer, den wir noch brauchen, den wir über den Kompost regeln, den habe ich jetzt mal hier hinten hingesetzt. Ja, ihr seht, es ist wesentlich einfacher, aber irgendwie funktioniert das mit dem Filter nicht. Ach so. Okay. Fertilizer. Ich habe den falschen. Ich muss es auf Whitelist setzen, dann funktioniert's. Genau, und jetzt haben wir hier auch einfach das Rezept reingelegt. Das können wir eigentlich auch hier auf nicht anzeigen. Den brauchen wir ja eigentlich so, außer für dieses Rezept nicht. Und hier wird der jetzt auch importiert ins System. Genau. Für unsere Growth Essence brauchen wir noch Fluxed Pithocrow und ein Mana Powder. Diese allerdings sind etwas schwieriger herzustellen, weswegen wir das auf die nächste Folge verschieben. Da muss ich mir das erst nochmal genau angucken, wo man unter anderem Salpeter oder Nita herbekommt. Sawdust und die Rich Slag wird auch noch ein Problem. Allerdings habe ich da schon eine Idee, die muss ich noch ausprobieren. Wir brauchen aber für die Garden Cloche noch andere Sachen. Und zwar dieses Hardened Glass. Hardened Glass wird erstellt, indem wir Blei und Pulverized Obsidian Dust hier drinne, also in dem Induction Smelter, zusammentun. Dazu brauchen wir erstmal einen, vielleicht haben wir ihn noch, Induction Smelter. Nicht den richtigen, dann bauen wir uns einen. Induktion Smelter. Perfekt. Und weil wir hier Obsidian Dust brauchen, brauchen wir auch noch einen Pulverizer. Der hier. Auch den haben wir komplett. Sehr schön. Dann natürlich wieder eine Chest. Und ein Interface. Davon haben wir auch schon welche in Flach. Perfekt, das wäre erstmal so die Basics, die wir brauchen. Und jetzt kommt ein ähnliches System, wie wir es schon mal gemacht haben. Hier beim den von Mechanism, den Maschinen. Wir setzen links den Pulverizer, rechts den Induction Smelter. Durch Eingang rechts, links und Ausgang nach rechts. Hier ist das gleiche Eingang von links und von unten. Können wir das separieren im Eingang? Genau. So und so. Jetzt werden die Seiten hier genau abgepasst und der Ausgang natürlich wieder nach rechts. Alles, falls zu viel rauskommt. Hoppla.
Das sollten wir bitte ganz lassen. Genau, hier hatten wir ja diese Item Ducts, diese speziellen Item Ducts, die wir nicht mehr haben. Schade. Die müssen wir alle automatisieren. Mal gucken, ob wir die gerade herstellen können. Drei Stück reichen sogar. Dann holen wir uns den Crescent Hammer. Perfekt. Mehr brauchen wir nicht. Unsere Maschinen bekommen so Strom. Unsere Kiste wird so abgepumpt. Dann brauchen wir wieder einen Servo. Einen Servo. Und was wir wieder brauchen, sind Filter. Na, hier rein. Filter haben wir keine mehr übrig. Dann müssen wir uns auch noch welche machen. Ich bin blind. Hier. Da reicht uns aber das einfachste Modell. Servo hier. Filter kommen hier hin. Hier nochmal kontrollieren, dass keine Querverbindung besteht. Dann brauchen wir Obsidian. Und jetzt habe ich vergessen, wie das andere heißt. Hardenet. Das funktioniert jedes theoretisch. Ah, natürlich Blei. LED. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Aus einem Blei bekommen wir wie viel Dust. Auf jeden Fall können wir hier den Filter schon mal whitelisten auf Obsidian. Also ein Obsidian. Nicht Blei, ich glaube, ich habe gerade den Blei gesagt. Macht uns 4 Dust. Und für ein Hardened Class brauchen wir auch 4 Dust. Okay. Hier kommt das hier direkt rein. Achso. Den sollten wir noch einschalten. Perfekt, da ist es schon. Und tada, wir bekommen 2 Stück raus. Ja, das war es im Prinzip schon. Okay. So, der Eingang muss von unten sein natürlich. Sonst bringt es uns gar nichts. Perfekt. Das war's hier schon. Dann machen wir hier einfach wieder alles zu. Die Kiste muss noch mal kurz weg. Wir brauchen hier nämlich ein Cover. Das setzen wir hier drauf. Kiste wieder hin. Dann natürlich das Interface. Und das mit Cables anschließen. Oh, nein, nein, nein. Ah, Mist. Anker müssen wir noch holen, natürlich. Können wir eigentlich gleich schon die nächsten platzieren. Sehr schön. Dann brauchen wir das hier alles nicht mehr. Das kommt wieder in unseren Toolbag. Perfekt. Die können natürlich noch abgegradet werden, aber jetzt erstmal so lassen. Wir gehen home, programmieren unser eine Pattern. Wir sagen Obsidian. Eins davon. Und LED. Eins davon wird zu Hardenet. Zwei davon. Perfekt. Jetzt legen wir das noch kurz hier drüben rein. Und schon haben wir auch den nächsten Schritt geschafft. Natürlich brauchen wir einen. Na doch, wir lassen nicht mal angezeigt. Wir haben noch mehrere Sachen. Ach, und dann legen wir sie von Hand rein. Dass das uns nicht in die Quere kommt.
Perfekt. Wieder nach Hause. Jetzt gucken wir nochmal. Garden Klosch. Genau, jetzt haben wir eigentlich fast alles, außer die Growth Essence und dieses Treated Wood Planks. Die müssen wir auch noch herstellen. Genau, dafür brauchen wir die Planks und dafür brauchen wir das hier. Wir brauchen also das Öl. Das Öl auch in Flaschen funktioniert, würde mich wundern. Das müssen wir mal gucken. Das werde ich noch herausfinden. Krio. Rio. Nein, haben wir keins. Okay, dann gucke ich bis zum nächsten Mal, wie wir das am besten automatisch herstellen. Und würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und bis dahin. Ciao.